Wir haben hier das Samsung GTS 8500 Wave und wir werden uns jetzt mal anschauen, wie das Internet auf dem Handy funktioniert. Für die Konnektivität hat das Handy natürlich WLAN und HSDPA. Es hat beim WLAN nicht nur B und den G-Standard, sondern auch den N-Standard. Das heißt, man hat eine theoretisch mögliche Übertragungsrate von 600 Mbit. Das ist in der Praxis natürlich nicht ganz so hoch, aber das ist schon ordentlich. Wir haben also HSDPA, UMTS mit 3,6 Mbit. Das ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, aber zum komfortablen Surfen reicht das völlig aus. Wir haben natürlich auch Edge, GPS, GPS, WAP 2.0 und wie schon gesagt Bluetooth 3.0. Und um mit dem Handy ins Internet zu gehen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wir können, wie wir hier sehen, Google-Suche benutzen, wir können Google Maps oder Google Mail benutzen. Wir können aber auch ganz klassisch über das Menü, über den Browser ins Internet gehen. Wir können hier natürlich auch über den Schnellzugriff auf Facebook, Twitter und YouTube gehen. Und wir werden jetzt mal unsere Seite ansurfen. Hier sehen wir zunächst mal das Browserfenster. Haben wir natürlich oben die Adressleiste. Wir haben hier links daneben eine Taste für Favoriten, Favoriten hinzufügen und so weiter. Wir haben hier die Möglichkeit, direkt die Startseite aufzurufen und verschiedene andere Sachen mit denen noch zu machen. Wir haben hier die Möglichkeit, auf unsere Favoriten zuzugreifen, am häufigsten besuchte RSS-Feeds und natürlich den ganzen Verlauf. Und wir haben hier unten noch die Möglichkeit, das Ganze in einzelne Fenster zu legen, Browserfenster, der Übersichtlichkeit halber. Und wir werden jetzt mal unsere Seite ansurfen, www.handy-mc.de. Und da sieht man, die Ladezeiten sind sehr gut. Das Handy baut die Seite sehr schnell auf. Da gibt es andere Handys, die haben Probleme mit so komplexen Seiten. Das Surfen auf der Seite gestaltet sich auch aufgrund der Auflösung der hohen Bildpunkte sehr komfortabel. Wir sehen, wir haben die ganze Seite im Überblick. Und was das Handy natürlich auch hat, ist das Multitouch. Also die typischen Kneifgesten, reinzoomen, rauszoomen. Wir können auch verschiedene andere Sachen noch mit dem Gerät machen. Wir können hier über die kleinen Taste hier unten uns das Browserfenster wieder so aufrufen. Das Ganze natürlich auch wieder wegmachen. Was von Samsung vielleicht etwas unvorteilhaft geregelt ist, ist, dass man, wenn man die Browserleiste wieder haben möchte, muss man irgendwo in ein Display hintippen. Da tippt man natürlich schnell auf irgendwas, was dann geladen wird. Und es taucht natürlich nicht so lange auf, dass man vielleicht, wenn man jetzt oben drückt, dann gleich da drauf drücken könnte. Wie wir hier sehen, wir wollen die Leiste wieder haben. Müssen wir oben drücken und dann unten drücken, damit wir das alles wieder bekommen. Das lässt sich sehr komfortabel surfen. Die Seite hängt so direkt am Finger bei der Bedienbarkeit. Dank des sehr sensitiven Displays und der schnellen CPU ist der Seitenaufbau sehr schnell. Man kann sehr gut hin und her surfen. Was man aber hier natürlich gleich sieht, das Handy hat noch kein Flash. Das ist natürlich etwas schlecht für ein Handy der Kategorie. Wir hätten eigentlich ein Video sein sollen. Wenn man sich so Videos anschauen möchte, muss man das direkt über die integrierte YouTube-Funktion machen. Das hätte man vielleicht besser machen können und vielleicht rüstet Samsung da aber auch nach. Was für viele Leute bestimmt auch ein Grund ist, das Handy nicht zu kaufen, ist, dass es halt das BADA-Betriebssystem hat und dass es hier bei weitem nicht so viele Apps gibt wie bei
bei dem Android oder bei Apple. Und das ist wahrscheinlich deswegen viele Leute vermuten werden, dass viele Funktionen, die sie von anderen Handys kennen, beziehungsweise auch vielleicht von dem alten Handy kennen, auf dem Handy nicht verfügbar sein werden. Weil wie Samsung den App Store entwickelt, wird sich zeigen, das muss man mal sehen. Abschließend lässt sich zum Samsung GTS 8500 sagen, dass das Handy natürlich abgesehen von einigen Minuspunkten alles hat, was man braucht. Man kann auf dem Handy sehr komfortabel surfen. Es hat natürlich MMS- und E-Mail-Dienste, POP3, IMAP und so weiter, Google Maps, Google Mail, wie wir gesehen haben, Social Hub zur Nachrichtenverwaltung. Es ist schnell, es ist direkt beim Surfen. Das ist Samsung echt ganz gut gelungen. Vom Flash natürlich mal abgesehen, das ist natürlich ein bisschen störend, wenn man Videos gucken möchte. Ansonsten muss man aber echt sagen, das hat Samsung wirklich gut gemacht.